Hallo und herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Und schauen, ob es was bringt. Wir haben ja gestern nach Kane bekommen. Und haben den jetzt gleich mal hier eingebaut, weil ich ihn halt für einen sehr, sehr guten 8-5er halte. Ach, deswegen, weil er sich halt eben nochmal. Garrosh gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Wieder auf den Golem oder tot. Und kann nicht so schnell ausgenommen werden. Die Kampfesmut bringt uns am Anfang gar nichts. Die zwei sind ganz nett, deswegen lassen wir sie mal drin. Da haben wir unser Zweierspiel, beziehungsweise ihn hier falls. Es entsprechend was gibt. Wir spielen auch gleich. Drachen. Da er da dagegen halt jetzt am Anfang wahrscheinlich nicht direkt was machen kann. Und geht los. Gut, sehr schön. Wir nutzen diese Runde, ziehen mal unsere Waffe. Und dann können wir uns nächste Runde überlegen, ob wir sie entsprechend spielen oder halt eben nicht. So wütende Berserk ist natürlich praktischer eigentlich, wenn man eben hinter irgendeinem spielen kann. Immer noch nicht gefällt. Meine Klinge ist durstig. Gehen wir weiter auf ihn los. Ich habe noch keine neue Waffe, deswegen lassen wir die mal noch dran. Nächste Runde im 4 können wir entweder, wenn er irgendwas spielen sollte, hier unseren Zauberbrecher spielen oder entsprechend die beiden hier zur Unterstützung. Ich muss das Land bewahren. Okay, dann weiter. Und was haben wir Schönes? Wir haben. Dann spielen wir einmal hin. Klar machen zum Enter! Nächste Waffe. Luchta, Ogre! Das war's. Gehen drauf, also schön alles unter Kontrolle halten. Der Doomhammer, den hätte ich jetzt langsam echt gern. Jetzt muss er natürlich irgendwie unsere Piratin rausnehmen. Wo soll ich zuschlagen? Was haben wir an Schaden rumliegen? Wir haben drei hier, Die können wir eigentlich einsetzen. Ich frage mich, sollen wir gleich eine neue Axt anlegen? Ja, das machen wir. Das heißt, Lukta, Ogre! Der Blut. Die neue Waffe dran. Kommt weg. Start, Landratte! So. Die Wahrheit ist mein Schild. Eine sehr, sehr starke. Macht aber nichts. Wir können sie getrost ignorieren. Wie viel haben wir denn? Wir haben hier 9 Schaden, 12 Schaden. Beziehungsweise. Ja, ich muss ja. Ich frage mich, ob. Eure Magie wird euch nicht treffen. Wir ignorieren. Mal komplett. Sterbt, Landratte! Luchta, Ogre! Gut gehört.
gespielt. Dankeschön. Steht 24-2. Sieht gut aus. Wir dürsten nach Rache. Der bringt nichts. Er hat noch 5 Mana. Komm. Das war gut. Allerdings. Ja, bringt ihm leider gar nichts. Ich gebe nicht. Und er gibt auf. Gut gespielt. So, wir bedanken uns noch bei ihm beim Spielen. Und ja, ihr seht, das ist einfach dick. Wir mussten noch keine großartigen Karten spielen. War auch jetzt kein sonderlich schwerer Gegner. Und ja, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich spielkriege eigentlich echt wenig. Ich hätte ja auch hier ein Level. Aber ja, vielleicht gibt euch das Deck trotzdem was. Oder ihr habt noch Verbesserungsvorschläge, was man am Deck besser machen kann. Ich bin ja auch froh, wenn ich noch ein bisschen was lernen kann. Ja, abonniert mich, schaut zu beim nächsten Stream. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.